Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück. Let's Play. Blablabla. Ich habe voll viel Speichel im Mund. So, Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Dimas Erinnerungen betreten in dieser komischen digitalen Welt. Oh, Klitze. Und ja, wir müssen hier wieder Tower Defense spielen. Diesen komischen Mäuse-Dingern. Boah, geht. Und ja, wir müssen wieder Brücken bauen, hier drüber zu bringen und die Erinnerung zu holen. Geil, ne? Ich finde halt ehrlich gesagt nicht schlecht. Weil es hat was Einzigartiges. Da sieht man wieder, was Bethesda-Spiele irgendwie machen können. Wenn sie wollen. Eindringling entdeckt. Na, geht weg. Jetzt schon wieder zu viel auf der Seite. Eindringling entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ja, schießt sie ab. Jawohl. Starte Vernichtung des Eindringlings. Datenverletzung festgestellt. Leite Dann sind Gegenmaßnahmen wir wohl ein. auch nicht sicher. Das ist echt Tower Defense hier. Eindringling entdeckt. Ah, der letzte kommt. Und hier oben. Der erste Datenblock. Gut, mach einfach so weiter. Können uns nicht töten, oder? Also die Dinger nicht. Ach, Eindringender Indizierer entdeckt. Boah, eine Mauer, das ging Gedächtniswiederherstellung durch. bei 100%. War aber ein Erstversuch. Sieht gut aus. Du kannst den Datenstrom jetzt als Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung nutzen. Okay, weiter. Speicherdatenidentifizierung. Bin ich lustig bis jetzt. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich lade diese Erinnerung herunter. Ich ertrage es nicht länger, Beichtvater Morton und die Kinder des Atoms anzulügen. Ich will einfach vergessen. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, mit dem man die Atomraketen im U-Boot starten kann. Beichtvater Morton glaubt, dass es seinen Leuten die Spaltung bringen kann. Atomare Vernichtung. Aber er ist unsicher, wie wörtlich er dieses Prinzip nehmen sollte. Ich kann nicht riskieren, dass er den Schlüssel findet und benutzt. Seine Leute haben mich zuerst als das akzeptiert, was ich bin. Allein der Gedanke, dass sie fort sind, schmerzt mich schon. Zusätzliche Daten angehängt. Ort: Harbor Grand Hotel. Schutzraum: Code 485130. Okay. Und da brauche ich. Soll ich Minecraft spielen? So ein bisschen wie Minecraft, ja. Was wollt ihr denn schon wieder? So, wo jetzt? Hä? Ich muss das schon wieder machen. Wo ist da zwei? Da müssen wir schon wieder einer. Aber natürlich auch solche Rätsel auch von hinten lösen. Gucken, wo ich hin muss, dann von hinten aus zurückbauen. Da geht ja, glaube ich, nicht so gut. Wesen kann ich hochspringen. So hoch will ich auch normal springen können, hallo? Nein. Ja. Was jetzt? Ach, ich sehe schon. Okay, Wachwort also hat einen aktiven Eindringling entdeckt.
Mir schießt jetzt schon. Ich bin noch nicht so weit. Lauft, lauft. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Ach Gott. So, nun. Ja. Ach, da oben muss ich boah. Da oben ist der Strahl. Gut. Eindringender Indizierer entdeckt. Das ist echt wie Minecraft. Also wird man irgendwie mit Redstone arbeiten. Warte, sollt ihr oben? Nee. Oh Gott. Oh Gott, nein, daneben. Jump'n'Run einlagen in Fallout. Wenn wir Fester spielen. Oh, nein! Allgemein. Nicht gut. Vor allem, jetzt ist es so ein ganz klein bisschen langsam. Zum Beispiel, ich drück. Jetzt springt er. Drück. Springt er. So ist halt allgemein das Spiel. Da muss man sich gewöhnen. Weil er, glaube ich, zum ersten Mal spielt. So. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. So. Hol euch jetzt die Daten und dann gehen wir nach Hause. Also kommt noch was. Eindringender Indizierer entdeckt. Können auch ruhig alle rübergehen, wenn er wollt, ne? Ich mach die Brücke noch ein bisschen breiter. Wachbord leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Mach doch mal schneller. Danke. Diese Portal-Kanonen ja uns hier kaputt hauen. Starte Vernichtung des Eindringlings. Vernichtung. Ah, das müssen wir erwarten, bis rüberkommen. Möchte mir hier oben bequem. Warum kann ich nicht? Manchmal. Ich hänge ja fest oder wie? Was zum Teufel? Wachbord leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. Ich frage mich, wie mein Charakter aussieht, wenn er so springen will. Eindringender Indizierer entdeckt. Oh, 40. 60. Wenn du dich bewegen würdest, hätten wir 100 schon. Ich jetzt extra warten, bis hier restlichen kommen wieder. Wachbord leitet Löschung von eindringendem Indizierer ein. Oder? Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Na los. Beweg dich doch, verdammt. Warum? Der ist tot. Mein Gott. Ist mal einer auf dem Weg zum Rückweg? Nein. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Ja, müssen wir jetzt hier warten.
Weil was anderes kann man nicht machen. So. Warnung, Datenverletzung entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Jawohl, Verletzung ist gut. Hey, ist der Ring nicht mehr da? Wachbot leitet Löschung von Eindringendem in die Zierer ein. Also, macht schon. Da kommt der nächste, glaube ich. Nee. Vollständige Erinnerung abgerufen. Du kannst jetzt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Bin ich schon. Speicherdatenidentifizierung 0H-. Ja, noch mehr von dem Zeug. Willkommen. Oh ne, ist fertig. Anscheinend. Glaube ich. Sonst wird kein Ladebildschirm kommen. Doch, geht noch weiter. Ich habe einen Notfallplan entwickelt. Falls Fahrhaber die Wahrheit erfahren oder trotz meinen Bemühungen allzu xenophobisch werden sollte. Ich weiß, welche Turbine Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Eine Totmannschaltung würde dafür sorgen, dass sie dem Nebel und den Kreaturen darin ausgeliefert sind. Aber jetzt, wo es soweit ist, kann ich das wirklich tun. Dieses Massaker, das ich vorbereitet habe. Ich werde den Befehlscode aus meinen Erinnerungen löschen. Ich werde eine Kopie verstecken für den Notfall, aber nicht in meiner Nähe. Das Ding widert mich an. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Ich weiß nicht, ob ich die Erinnerungen haben möchte. Und Windparkwartungsgebäude. Oh, was soll ich denn hier machen? Strahl kommt von unten. Was soll ich denn das machen? Kann ich nicht ducken. Der kommt ja von oben. Von oben oder von unten? Okay. Sag dafür, das ist die komplizierte Lösung, oder? Für die Questreihe hier. Und wo kommt der Strahl? Von oben. Ah. Ich muss da wahrscheinlich noch aufmachen. Super. Ah. Ja, ich kann cheaten. So. Das glaube ich gar nicht mehr da. Wo ist der Strahl jetzt hin? Ist ja so ein Glitzern. Komm ich jetzt damit hin? Da! Öpf. So. Da lang. Ah, ich sehe schon. Zack, so. Hohohoho. Sehr schön. Wo jetzt lang?
Schokolade. Machen wir mal unnötig viel. So. Fuck ist das? Mein Gott, wie viele Dinger brauche ich denn hier noch? Da muss ich hin. Was? Nee. Da. Glaube ich. Ah, aber das ist ja voll unnötig kompliziert hier. Nehmen wir irgendwo dann mal. Warum ist das richtig? Wo muss ich denn als nächstes lang? Unten kann ich doch nicht. Da komme ich doch nicht ran. Da hinten, ne? Ich sehe aber nicht. 1, 2, 3, 4. Hab ich noch. Meine Güte, wie soll ich denn das machen? Der kommt da hin. Du fliegst da hin, wenn er da angeht, da lang. Das ist mir zu kompliziert. Ich werde in dem Part noch schaffen. Aber ich möchte danach ehrlich gesagt nicht mehr aufnehmen. Muss ich da lang oder muss ich da lang? Ich muss hier lang, ne? Da kann man runter. Hey. Ah, ich sehe schon. Ich dachte, die ganze Zeit mal konnte da nicht runter. So, du kommst mit. Ist nur irgendwas am rumliegen. Du. Gut, du musst jetzt hier runterkommen, oder? Ja. Und oh, geht er immer noch da. Und ist da noch falsch rum. So. Mein Gott. Was? So, jetzt aber. Vision, sehr gut. Blöd, wenn man seinen Kopf anstrengen muss. So, der hier, der hier. So, jetzt aber. Da haben wir's, sehr gut. Oder? Und da gehen sie. Ich muss echt hier sparsam mit den Dingern umgehen. So, wird wahrscheinlich wieder ewig dauern. Aber was soll's. So, wo habe ich zwei gepackt? Da habe ich zwei gepackt. So. Jetzt muss ich wieder warten. Macht das in Ringe und wenn ein weggeht, dann sieht man das. Okay. Sicherheitsalarm. Eindringen im Handzeitspeicher. Festgestellt. Oh, so die Bohr, der da hinten, der trifft sogar noch. So, jetzt warten wir.
Wachbord leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Nein, nein, das ist schon wieder verreckt. Ist noch ein Ring übrig. Na der, geh ja verdammt nochmal rüber. Na los, na los. Noch ein Datenblock. Ja. Eindringender Indizierer entdeckt. Und dann fand ich die bugige Face darüber. Ja, gibt's da jetzt einfach nicht. Ja, Face rüber, Mann. Ja, aber einer hier rumspackt, geht das nicht. Weil einer von denen rumspackt, geht das immer. Ah. Er sagt aber letztlich, ich möchte mal wieder speichern. Was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Ich hab Fallout gespielt. Heißt halt auch. Das zieht mich schon von Anfang an. Blö. Bah. Na gut. Eindringender Indizierer entdeckt. Gut, mach jetzt hin. Einer von euch muss doch jetzt hier durchkommen. Oh. Oh, schau mir, du schaffst es, Schreckchen. Oh, ich glaube an dich. Hi. Die Star Wars Drohnen, die angreifen, meine Güte. Los, ich muss da warten. Eindringling entdeckt. Nämlich an diese Dings, an diese Battleborn Mission. Oh, du kleine Viecher beschützen müsste. Noch nicht so nervig. Das hier ist was passiert. So. Bestätigt. Thanks. Gute Arbeit. Du kannst jetzt wie gewohnt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Noch eine Erinnerung, ehrlich? Immer wieder speichern. Da geht immer noch weiter. Nee, ich bin verfeindet mit dem Typen am Ende. Das sieht aber nicht so schwierig aus hier. Was zum Teufel bist du? Ich bin's. Wir sind zusammen aus dem Institut geflohen. Ich bin dein Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ich bin Nick Valentine. Und niemand in meiner Familie ist ein Freak mit Plastikhaut. Du bist nur verwirrt. Lass mich dir helfen. Bleib mir vom Leib. Ich will dich nicht verletzen. Auf Wiedersehen, Bruder. Okay. War es der Nick von vorher zum Sint geworden ist? Also der echte Nick? Ja, war cool. Lima ist Nicks Bruder. Das ist immer geil. Weil der Plot Twist. Na gut, aber mit dem nächsten Rätsel. Ja, Rätsel halt, ne? Ich sage, mach mal in der nächsten Folge weiter. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.